Willkommen zurück zu Mario und Luigi Dream Team. Ich bin hier am Anfang einer Traumwelt von einem Kissenmeister. Genau, das sind spezielle Kissos, die es nur hier im Sumnamenwald gibt. Lustig, irgendwie hat jeder Ort außer der Schlummerstrand seine eigenen Kissos. Der Pilzwaldpark hat Traumswurf, die Nickerwüste die Torwächter, Pennemünde hat Bettschmidt und der Pyjama-Gipfel hat Maxi-Kissos. Und jetzt hat auch der Sumnamenwald die Kissenmeister. Okay, jedenfalls müssen wir den befreien, weil der, glaube ich, irgend so eine Verbindung zu den Göttern hat oder irgend sowas. Kann mich leider nicht mehr so genau erinnern. Jedenfalls zwei Albtraumsplitter und die Musik hier im Sumnamenwald hat irgendwie ein Super Mario Galaxy. Naja, ähnelt ein bisschen aus Super Mario Galaxy. Okay. Wie soll ich denn da rüberkommen? Obwohl, werden wir ja sehen. Ich guck erstmal auf die Karte. Oh, nur ein einziger langer Bereich mit zwei Albtraumsplittern. Oh. Die stehen ja seitwärts. Brauche ich da jetzt etwa wieder dieses Gravitationsdingsbums? Eine weitere Luigi-Sion. Oh, vielleicht lernen wir hier ja was Neues. Werde eins mit ihr. Schalte mit der R-Taste um und drücke dann den B-Knopf, um eine Verbindung zu Luigi in der Wachwelt herzustellen. Das weiß ich doch schon. Die Form der Luigi-Sion erinnert irgendwie an einen Propeller. Genau, das stimmt. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Die Nadel leuchtet. Vielleicht drehen? Natürlich, du kannst die Kraft des Windes nutzen, damit Mario an der Wand nicht mehr abrutscht. Oh! Also. Drehst du Luigis Nase, dreht sich auch der Propeller. Das bedeutet, dass... Genau, vielleicht stoppst du den Propeller ja, indem du auf Luigis Nase drückst. Oh. Toll. Lustige Idee eigentlich. Und so können wir auch daran kommen. Aber ich will ja auch noch die Münzen haben. Gut. Jetzt hör's auf. Aber, nochmal. So, und so komme ich auch da hinüber. Gut, aber wo ist denn der andere? Okay, ganz links. Da war ich dann ja eigentlich schon. Naja, vielleicht sollte ich den Wind abstellen. Gut, so geht's schon ein bisschen leichter. Aber diese Luigi-Sion ist gut überdacht worden. Da oben ist er ja schon. Oh, das ist also ein Kissenmeister. Sieht wirklich sehr alt aus. Sehr weiß. Oh, das Leben kehrt in mich zurück. Ich entbitte euch meinen Dank. Ja, das sieht deshalb so alt aus, weil er weiß ist. Bei dem färbt anscheinend nicht nur die Haare weiß. Ich bin ein Kissenmeister, einer der Wächter dieses Tempels. Seid gegrüßt, Meister. Prinz Traumwert, seid ihr vom Schicksal unseres Volks verschont geblieben? Nein, so war es nicht. Auch ich wurde von Mario und seinen Freunden in die Wachwelt zurückgeholt. Oh, ich verstehe. Meister, es ist unverzichtbar, dass wir den Tempel erreichen. Werdet ihr uns helfen? Zum Tempel also. Ich verstehe eure Lage. Also gebe ich euch dies. Es wird euch auf den Pfad zum Tempel führen.
ein zum Namenstein. Seid bedankt, Meister. Wisst, dass es noch andere von meiner Sorte gibt. Und sie wurden ebenfalls versteinert. Ihr müsst auch sie aus ihrem felsigen Verliesen retten. So ist es. Mario, Luigi, wir müssen die anderen Kissenmeister retten und einen Weg in den Kissentempel finden. Okay, dann rett mal die anderen. Gut, in dem Bereich waren wir ja schon, aber da war eine Sackgasse. Genau. Da hinten haben wir ja schon den pinken Kiesel gerettet. Und jetzt? Haben wir eine Verbindung. Okay. Gut. Wo geht's denn da lang? Ach so, da war ich ja gerade. Mann. Gut. Ah, da brauche ich wieder den Wirbler. Gut, aber den da möchte ich schon besiegen. Wow, eine Menge Gegner. Drei Bumerangbrüder, ein Wabling und zwei Lucky Lan oder wie sie heißen. Gut, erstmal ein Spotball. Gut, dann sind die aus dem Weg geräumt. Oh, fies, diese Attacke kenne ich gar nicht. Okay, dann jetzt Flatterkopter. Am besten den linken. Gut. Und jetzt? Mario hat immer noch wenig BP. Habe ich schon wieder seit dem letzten Part vergessen aufzufüllen. Okay, Hammer auf Wabling. Was, der steht noch? Gut, ich mache nochmal Flatterkopter, dann sind sie hoffentlich alle erledigt. Mal auf diesen rechten. Na bitte. Wow, 1000 Erfahrungspunkte, toll. Gut, aber jetzt muss ich dringend Mario einen Ultrasirup geben. Okay. Weiter geht's. Hier müsste auch ein Attackenfragment sein. Und oh, das fährt von alleine hoch. Ah, da ist es ja schon. Hä? Was ist das? Ja, ja. Das sind diese komischen Montys, wo ich ja einen im letzten Part gesehen habe. Ja, was? Das wäre... Gehen tiefer in den Wald. Wieso? Tiefer? Was bedeuten? Wir haben eine wichtige Mission, dürfen wir passieren? Plötzlich, rundes Ding. Gelbes Ding, erscheinen. Verdächtig aussehen. Nein, also... Wollen stehlen Schatz, wollen stehlen Kisonom, böse Diebe. Diebe, was bedeuten? Kison, niemals euer. Kisonom, Kisnom. Was war denn das? Die wirken ja wirklich gar nicht freundlich. Das waren Nomons. Sie leben schon seit ewigen Zeiten in diesem Wald. Noms?
Gnomes, Mensch, ganz schön schwer auszusprechen. Aber ich habe keine Ahnung, was dieses Kiss Gnome sein soll, von dem Sie da gerade geredet haben. Es ist mir ein Rätsel, aber wir müssen trotzdem weiter. Okay, aber wie kommen wir hier weiter? Eines Abpilz Deluxe. Okay, hier rechts, links scheint nicht viel zu sein. Okay. Oh, wieder ein Kissenmeister. Die leuchten so komisch. Und eine Röhre. Genau. Zentralplateau. Okay, aber ich bleib hier. Aber ich versuche ja alle von diesen Röhren zu aktivieren. Okay. Kissenmeister Nummer 2. Wieder zwei Albtraumsplitter. Und was ist da oben? Ist da vielleicht schon einer? Oh, diese Luigi-Schleuder. Moment mal. Ah, verstehe. Die habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Bin aber froh, dass sie wieder mal auftaucht. Okay, ziemlich weit geschleudert. Okay, da links oben ist was. Hier sind ja tausende von denen. Ja, da oben war was. Ist gar nicht so leicht, sich mit denen schleudern zu lassen. Oh, wow, ganz schön weit. Komm nicht dran. Gut, aber ich gehe trotzdem nochmal nach rechts, denn da links war ja ein Block und ich vermute, genau, den kann ich von hier aus erreichen. Gut. Ich schieße mich mal nach links oben. Rechts oben. Ein Spotball, den kann ich gut gebrauchen, denn hier sind ja im Somnambwald viele von diesen Lakitos. Ein Albtraumsplitter. Oh, und der zweite ist da oben, aber da komme ich noch nicht dran. Gut, aber ich möchte ja auch wissen, was da links oben war. Das mit den Schleudern fand ich noch nie wirklich leicht. Gut. Und jetzt muss ich mich ganz weit schließen. Na bitte! Oh, was ist hier denn? Nur ein ganz kleiner Bereich mit Münzen, wie mir es scheint. Aber will ich natürlich auch haben. Vor allem die dicken da am Rand. Gut. Thank you.
Mann, komm schon, ich will alle Münzen haben. Wenn ich es nicht gleich schaffe, dann lasse ich die paar Münzen eben hier. Nö, wisst ihr was? Das ist mir jetzt ein bisschen zu nervig. Ich hole eben den zweiten Albtraumsplitter. Mann, also wirklich mögen tue ich dieses Schleudern nicht. Ist eine lustige Idee. Vor allem, dass man hier an Luigis Bart herumziehen muss. Aber, naja. Ist nicht leicht. Ein Wunderpilz! Wunderbar! Und hier haben wir den Albtraumsplitter. Schon. Seid bedankt! Endlich endet dieser Albtraum! Ich verstehe, das sind wirklich besorgniserregende Neuigkeiten. Und deshalb müsst ihr jetzt zum Tempel? Ich verstehe, wenn das so ist, dann nehmt dies. Noch einen Somnamstein. Hey, der sieht ein bisschen anders aus. Hey, die sehen ein bisschen wie Puzzlesteine aus, wenn ich ehrlich sein soll. Wir Kissenmeister sind Wächter. Lange haben wir die Somnamsteine bewacht, die Schlüssel zu diesem Tempel. Mit ihrer Hilfe sollte sich euch der Weg zu den geweihten Städten öffnen. Ihr werdet viele Somnamsteine brauchen, um bis zum Tempel vorzudringen. Andere zu Stein gewordene Kissenmeister werden euch auf eurem Pfad begegnen. Rettet sie alle, dann werden sie euch sicher ihre Somnamsteine anvertrauen. Nur mit der Hilfe aller Meister werdet ihr zum Tempel kommen. Okay. Sieht hier ein bisschen anders aus. Wie das oberste Stockwerk des Dschungels, aber eigentlich sehr schön. Und was soll das darstellen? Nur dem, der den Segen der Kisse hat, soll es erlaubt sein, den Tempel zu betreten. Fügt sie ein, die Somnamsteine, so öffnet sich der Weg. Oh. Oh, da ist ja... Am unteren Bildschirm, entschuldige, habe ich gar nicht bemerkt. Platziert Steine, er schafft einen Pfad. Oh, wähl zuerst einen Stein aus. Berührt den Stein und haltet ihn fest. Dann zieht ihn auf ein Feld. Wenn er auf einem Feld liegt, entsteht ein Pfad. Wählt einen Stein aus, der schon platziert ist. Dann könnt ihr ihn erneut bewegen. Berührt den Knopf, den ihr dort unten seht. So rotiert ihr den Stein eurer Wahl. Wählt, platziert und dreht Steine. Nur so erschafft ihr euren Pfad. Wollt ihr die Anweisung erneut vernehmen? Nö, lieber nicht. Dann beginnt euer Werk. Okay, aber ich habe ja noch gar nicht alle. Wie kann ich nochmal drehen? Okay, ich lasse es einfach mal. Ebnet euch einen Weg. Okay. Ein bisschen kompliziert. Okay, wisst ihr was? Ich speichere hier und im nächsten Part
werde ich versuchen, dieses Puzzle zu lösen. Tschüss!